Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir werden hier noch ein bisschen weiterbauen und dann gleich im Anschluss, sobald wir hier das alles aufgestellt haben, was wir hier gesammelt haben, die hier auch schon mal fertig machen. Sobald wir das alles aufgestellt haben, können wir auch dann schon mal los zum letzten Pistolenteil. Wir haben ja jetzt schon, glaube ich, viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Teile. Fehlt nur noch einer. Insgesamt. Und den hatte ich ja, wie ich in der letzten Folge gesagt hatte, beim Schneiden der Videos schon gesehen gehabt. Als ich dort war. Nur als ich dort war, habe ich das noch nicht gesehen. Nur erst beim Schneiden der Videos. Mir das aufgefallen. Und da wollen wir dann noch mal hin, damit wir die Pistole auch endlich mal fertig haben, vervollständigt haben. Können unterwegs auch noch dann noch mal ein paar Stickies sammeln oder so. Und noch ein bisschen was für unsere Basis hier, damit wir das hier voll haben. Und damit wir das hier auch fertig haben. So. Das heißt noch einmal runtergehen, glaube ich, war das? Hallo, ich will da hoch. Einmal runtergehen, dann noch einmal aufladen hier alles. Voll machen. Dann den Rest noch aufbauen. Dann sind wir hier oben auch schon fertig. Also fürs Erste. Ne, noch zweimal. Zweimal dürfen wir noch hoch und runter laufen. Ein paar Dinge wollte ich eigentlich so oder so noch hier auch ausprobiert haben, gebaut haben mal. Zum Beispiel das Hausboot oder so. Aber das werde ich dann in den separaten Folgen dann machen, die hin und wieder dann nach dem Let's Play quasi nochmal online kommen. Dass wir zumindest in die hier bei The Forest zumindest einmal alles gemacht haben. Und dann hoch. Essen brauchen wir gleich auch noch wieder. Ist schon fast leer da unten, also halb voll. Ausdauer ist auch schon am Arsch. Müsste mich hier eigentlich irgendwo mal eine Bank oder sowas hinbauen. Müssen wir mal hinsetzen können, ein bisschen ausruhen. Dass man nicht immer hier. Warte, das können wir auch gleich hier machen. Wo gibt es denn hier Bänke? Holzbank. Ah, Holzbank. Können wir das dann hier hinbauen? So. Machen wir so. Zwei Baumstämme. So. Und dann seht ihr da unten rechts, lädt wieder auf. Allein nur dafür, dass wir hier hinsetzen. Dass wir für Ausdauer nicht immer einfach uns
hier einen Snack reinpfeifen müssen oder so. Oh, die Himbeeren sind auch schon so weit. Ah, ich feiere das gerade ein bisschen mit der Bank. Ist echt praktisch. Ja, von hier kommen wir nicht dran. Aber an dem Gebäude wollte ich jetzt auch keine Treppe hinbauen. Weil ich mir denke, wenn ich hier eine Treppe hinbaue oder so, wird so viel Platz kosten. Auch wenn ich noch nicht so ganz sicher bin, was ich mich hier irgendwie oben alles noch hinbauen will, hinstellen will. Kleine Bank haben wir jetzt da vorne neben dem Garten. Noch einmal runter. Können wir auch schon mal gucken, ob Essen fertig ist, trocken ist. Dann wir einen schon mal snacken können. Nice. Wir müssen auf jeden Fall mehr Fleisch hier mitnehmen. Oder auch Fisch. Dass wir die auch noch trocknen können. So. Ah, das wird noch ordentlich voll sein hier mit den Baumstämmen und Dickies. Hallo. Ich möchte hochfahren. Was? Ah, geil, es gewittert wieder. Ja. Dann fangen wir mal mit der hier an. Der Tag auch schon wieder oben. Echt krass. Hier gehen die Tage auch irgendwie richtig schnell vorbei. Oder liegt es einfach daran, dass ich hier so viel am Zocken bin? Ne, schon gleich 8 Minuten. Ist ja nicht so viel. Vielleicht wie schnell hier die Tage umgehen. Ne, pennen wird sich noch nicht lohnen. Hallo. So. Ja. So, dann schippern wir wieder rüber. Und dann schauen wir uns mal das Dorf genauer an, wo das letzte Pistolenteil sein soll.
Ja, den Turm feiere ich auch total. So, wenn wir irgendwie auch auf die Map gucken. Das war, glaube ich, in dem Dorf, da wo diese, im Süden. Wo der Baum da in der Mitte sein soll. Oder war es das mit dem Fluss daneben? Auf jeden Fall in einem von den beiden war das, ja. Und da wollen wir jetzt hin. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir gleich auch von Thrombosen, Jonas, Muschi Klaus und so weiter vielleicht noch attackiert werden. Ja, natürlich ist mir wieder kalt und ich bin nass. So, weißt du, was wir machen? Wir machen dann das. So, die sind jetzt alle hier. Ist mir nicht mehr kalt, ist mir auch nicht mehr nass. Jetzt wird es auch noch dunkel. Natürlich muss ich auch irgendwie nachts jetzt auf dem Weg sein. Dann wechseln wir mal wieder auf die Axt. Und trinkt noch mal einen Schluck. Hoffen wir mal, wir werden jetzt nicht überrascht. Und da sind sie auch schon. Die laufen jetzt erstmal nur an uns vorbei. Wir rennen durch. Wenn die uns attackieren, dann ist es halt so. Kriegen wir halt nur ein paar Knochen mehr. Ja, immer schön diesen Flaggen da folgen. Boah, das ist Fledermaus. Durch. Der hat aber dieses Mal Glück. Von dem will ich diesmal nichts. Die nehmen wir auch mit. Ich glaube, das war der mit dem Fluss. Kann man die hier essen? Ja. Die kann man essen. Oh, Sticky. Wir müssen auch schon gleich da sein. Ich hoffe nur, dass da jetzt keiner auf mich wartet. Ah, nochmal Schlamm. Perfekt. Noch ein bisschen Tarnung. Noch ein Seil.
Noch einer. Nice. Oh, drei Seile hier. Ja, das ist es. Da müsste das irgendwo sein. So ein bisschen leise sein auch. Damit wir möglichst nicht von irgendwem gehört werden. Und dass wir auch möglichst niemanden hier überhören. Also. Oh, brauche ich nicht mal zu sprengen. Da haben wir es. Heißt, dann können wir jetzt wieder zurück. Ach, Steine können wir auch noch sammeln. Ja. Dann haben wir jetzt offiziell alle drei Teile, alle acht Teile. Nein, ich wollte einen Stein. Essen brauche ich jetzt nicht. Ringelblume gesammelt. Nice. So, oder warte mal, wir können den ja jetzt schon eigentlich zusammenbauen, wenn ich die Teile auch treffe. Nice. Steinschlosspistole ist fertig. Ich höre die schon. Versuch mal so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Weil ich bin jetzt nicht mit der Knochenrüstung und so ausgerüstet, sondern mit unserem Wärmeanzug. Das heißt, wir sind nicht besonders geschützt, wenn die auf uns einbrechen. Natürlich auch so wieder am Arsch. Ein Sticky noch? Ja, jetzt sind wir mit Stickies wieder voll. Halbe Nacht schon wieder um. Wie ist denn das denn passiert? Ja, wir gehen jetzt direkt gleich pennen. Sobald wir zu Hause sind. Und ich finde es jetzt einfach geil, dass wir es geschafft haben, die Steinschlosspistole hier fertig zu machen. Die meisten Teile haben wir eh nur durch Zufall entdeckt gehabt, weil ich einfach irgendwo rumspaziert bin, ein bisschen erkunden wollte und so. Irgendwie im Augenwinkel oder so mal gesehen hatte oder direkt genau drauf gestoßen oder aus Versehen mal reingefallen einmal. Aber was mich wundert ist, warum diese Löcher zum Sprengen, die meisten, schon offen waren. War das nicht so, dass man irgendwie hier was? Hat sich irgendwas gerade kurz geändert im Bild, glaube ich. Ja, aber ich meine, die müssten ja eigentlich alle so sein, dass man die alle sprengen musste.
Aber war halt irgendwie nicht der Fall. Ja, ist jetzt aber auch egal. Wir haben jetzt alle Teile gefunden. Das heißt, in einer der nächsten Folgen können wir auf jeden Fall auch schon nochmal rübergehen. Die Höhlen nochmal durchforsten. Und dann schauen, was uns da noch fehlt. Alter. Das ist echt viel, was wir hier vorhaben. Egal, wir gehen jetzt pennen. So. So, du hast Hunger, find etwas zu essen. Natürlich. Wir haben auch gefühlt immer Hunger. Fleisch müssen wir auch noch irgendwie voll machen hier. Eine Möglichkeit finden. Ah, wir haben ja 20 Stickies. Die kann ich ja auch. Unten noch ein Seil gefunden. Müssen wir auch noch verteilen. So. Kommt hier in das Seil. Perfekt. Und dann oben jetzt noch die Stickies irgendwo hinpacken. So, hier haben wir ja soweit die Sticks fertig. Fehlen nur noch die Baumstämme. Dann nur noch hier. Ich glaube, Trinken müssen wir auch einmal voll machen. 19% haben wir. Warte mal, ausrüsten. Ja, geil, ist alles voll. Alles voll. Perfekt. Komm, so. Das heißt, drüben werden wir jetzt auch noch einmal ein paar Bäume schlachten gehen. Die Stickies sammeln und ja. Beim 245 Baumstämme, das ist hier noch nicht fertig. Da werden noch ein paar kommen. Ich denke, wir werden mit den Baumstämmen, wenn wir da soweit sind, die Stickies nochmal übertrumpfen. Aber das müssen wir auf jeden Fall noch fertig kriegen, bevor wir das Spiel durch haben. Und The Forest hat ja eigentlich bekanntlich zwei Enden. Einmal das richtige Ende und einmal die Alternative, dass man hier doch noch bleibt. Und ich würde gerne mit euch versuchen, beide zu machen. Vor allem auch das, wo wir dann das alternative Ende, wo wir hier auf der Insel dann bleiben, wird dann ja auch das Spielstand sein, wo man, wo wir auf jeden Fall noch dann ein bisschen hier ausprobieren werden, was dann nicht mehr so regelmäßig kommt. Nicht mehr jeden Tag die Folge. Was einfach mal hin und wieder dann auftaucht, kommt. Und die Überlegung, die ich auch mir in den Kopf gesetzt hatte, ist vielleicht dann ab da in den Creative Mod zu gehen. Aber da werde ich vielleicht euch eher als Zuschauer dann fragen, wenn es soweit ist. So, ob ihr dann für die größeren Bauprojekte, die dann ab Story Ende dann stattfinden werden,
Ob wir da nicht dann in den Creative-Modus gehen oder doch lieber so wie bis jetzt das mit dem Bauen. Denn das, was wir da hinten gebaut haben, diese Festung, die wird für das, was ich eigentlich dann nach der Story vorhabe, mit der Stadt und alles, die wird gar nichts sein im Vergleich. Das ist ein Fackelmann. Und die gehen jetzt nur weiter. Die sind jetzt nicht hinter mir her. So, dann wechseln wir mal auf die Kettensäge. Hallo Bambi. Oh, schon gleich wieder leer. Jetzt ist leer. So, benutzen. Und den hier noch. So, dann wechseln wir wieder auf ab. Ach, wollte schon sagen. Haben wir den wirklich so weit hinten geparkt? Was ist denn das? Ey, hier geblieben. Echt traurig, was hier aus diesem Platz geworden ist. Den haben wir schon mal voll, dann können wir wieder darüber. Hier auch schon mal abladen. Eigentlich bräuchten wir hier auf dem Festland auch irgendwo hier in der Nähe so eine Bank. Damit, falls die Ausdauer am Arsch ist, wir auch noch mal hier uns hinsetzen können und dann ausruhen, bisschen Ausdauer tanken. Hey, hier geblieben. Einfach abhauen. So. Nicht hängen bleiben. So.
Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sammeln wir erstmal weiter. Hier ein paar Bäume. Und vielleicht sogar gehen wir schon in die nächste Höhle rein und werden da nochmal ein bisschen nach den Orten schauen, die wir noch nicht erkundet hatten. Vielleicht passiert das auch schon in der übernächsten, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen kommen, irgendwann. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.